Rein. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8.30 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Training Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Aktuell haben wir ein Gap und ich würde die Box, die erste Falle, platzieren bei 15.300. Und da auch den Einstieg wählen. Erstmal, wenn der Kurs dort reingeht, das Gap liegt hier. Wir bleiben auf dem rechten Chart, schauen uns also gestern nochmal die Blue Boxen an und sahen dann bei der Markteröffnung eine 20er Box, die dann direkt oben 24 Punkte in den Gewinn gelaufen ist. Dann hatten wir 19er Boxen, die ja 1 da den Ausbruch geschafft haben, unten heraus, ja, könnte sein, dass das hier dann im Gewinn gelaufen ist. Spätestens dann im dritten ist da oben ausgebrochen. Also alles noch nach Plan. Eine gegen Abend, eine 15er Box, die ist direkt in den Gewinn gelaufen. Das sind also aktuell wirklich gute Boxen, die so in diesem Preislevel zu identifizieren sind. Und die Vola-Boxen gestern Nachmittag seitwärts, wie wir hier sehen, und gestern Vormittag. Wow, das war der Trade. Bodenbildung und dann nach oben gelaufen. Das war eine Strecke von fast 180 Punkte hier in der Vola Box. Wo kommt die Vola Box heute rein? Auch hier schauen wir 15.295 zu 15.280. Das ist fast ein Big Number Trade. Ja, also in Richtung Gap Close. Gut, schauen wir uns die Trades einmal im Gesamtbild an, wie jeden Morgen, und fangen heute mal ganz oben an beim DAX. Daily Vorlage, Zickzack-Linie, das ist ja noch ein anderes Template. So, Daily, dort sehen wir noch absolut, eigentlich absolut, aber Short. Wir haben hier diesen Pick auf Daily-Basis bei 14.18 gehabt, das war am 6. Oktober. Wir erinnern uns, da war das Tief 14.810 und dann hat der Markt gedreht. Vorgestern wandten wir das Tief bei der Big Number 15.000. So, das ist hier jetzt erstmal diese Unterstützung auf Daily, also Long. Auf Daily sind wir Short, 4 Stunden sind wir schon Long, 30 Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Das heißt, wir haben hier das Gap im DAX. Unterkante liegt bei 5,278 und das Tief 15302. Das heißt, wir haben von hier oben bis dorthin 75 Punkte, also durchaus denkbar, dass wir die Richtung heute nochmal angreifen. Kommen wir zum Gold. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch. Wenn wir uns das mal auch Weekly anschauen, wir kommen von 2075, aktuell sind wir bei 1792. Und auch hier im gleitenden Durchschnitt sind wir long. Nächster Markt ist Öl. 80 Daily Long, Weekly Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Nasdaq Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch Long. Dreht also S&P 500. Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 und 5 Minuten auch Long. Letzter Index, den wir uns anschauen, ist der Dow Jones, Daily Short. Und hier sehen wir, wo der Deckel drauf ist. Dort oben bei 34.925, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. So, jetzt kommen wir zu den Kryptos. Fangen wir heute mal an bei Bitcoin. 47.940, das All-Time High liegt hier oben bei 64.884. Also Long im Daily, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Ethereum 3600, Daily Long, 4 Stunden Long,
Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Das einmal der Schnelldurchlauf und jetzt bereiten wir uns auf unsere Fallen vor. Ab 9 Uhr die Volabox. Aktuell sind wir hier bei 15.307. Würde der Markt hier weiter in Richtung 15.4 laufen, würden wir natürlich hier oben auch wechseln und die Big Number dort oben traden. Nochmal zu den Regeln. Wir treten dreimal hier im Live-Trading-Raum die Big Numbers. Dann die Blue Boxen, wenn sie erscheinen, kleiner als 30 einmal und die Volabox ab 9 Uhr. Und hier auch erhöhtes Risiko. Würde die Volabox so bleiben, würden wir das sogar als sogenannten Hedge-Auflösungstrade nutzen. Das heißt, ich würde hier einen anderen Betrag machen. Das mache ich jetzt schon mal als Vorbereitung. 20, den aktivieren. Und das heißt, wir gehen mit einem Anfangsrisiko rein für die erste Position von 0,098. Das gilt aber nur für die erste Volabox am Tag und zwischen der Handelszeit 9 und 9:40 Uhr. Das nochmal kurz der Überblick und jetzt bereiten wir uns vor und ich wünsche uns ein gutes Händchen und gute Vola. 9, 8, 7, 5, 4, 3 und los geht's. 9 Uhr, die Vola-Box unten herum. Ist entfernt hier. Wir sehen es dort bei der Big Number. Daily Pivot ist weiter unten. Jetzt schauen wir, in welche Richtung es jetzt geht. Wir halten fest, 9:33 Uhr, erster Trade. Markt kommt hier ein bisschen runter. Angepasstes Ziel ist da. Und wir haben das Risiko hier für die Vola-Boxen, gehen wir wieder geringer rein an einem Tag wie heute. Wir nähern uns der 9:40 Uhr. Platzieren es aber trotzdem hier noch rein. Big Number sind wir im ersten Trade long, meine Damen und Herren. Ab dem zweiten Trade wird auf angepasst gedrückt und Ziel ist dann erstmal hier heute Morgen das Gap. Also hier Gap Close. Schiebezone. Doris, bonjour. Und wir stehen kurz vorm Landeanflug. Das war der Eröffnungstrade und damit verabschieden wir uns für unser Videotagebuch und sagen Tschüss bis morgen. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter.